Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt mal an einem verregneten Samstag. Also hier im echten Leben regnet's auch. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins Wochenende. Jetzt wird erst der Hund gestreichelt und dann... Oh, ein Hund gestreichelt. Ja, war heute anscheinend eine Aufgabe. Das ist ja schon mal erledigt. So, da ist es. Ein Hund gestreichelt. Ja. Welch ein Glück. So, Gegenstände an Hehler verschnackt. Nicht Schwierigkeit. Oh, aus der Deckung. Geschäft in Blackwater besucht. Kettennächte. Ich glaube, das wird nichts. Ne? Der ungeliebte Kopfgeldjäger. Gesuchte Person geplündert. 3 Stück von New Austin. Welche abgegeben und mit einem verstärkten Lasso gefesselt. Da ist es wieder, ne? 20 Kadaver in 10 Minuten. Perfekte Tierkadaver und Waren an einen entfernten Käufer. Antike Schnapsflasche gefunden, Münzen und Vogeleier. Und giftigen Schwarzgebrannten hergestellt. Oh, getanzt. Oh, Story-Mission wird auch nix. Tiere wecken, legendäre Tiere fotografieren und welche mit Pheromonen finden. Dann werden wir jetzt erstmal. Wir haben ja von gestern noch eine Wildblume offen. Die ist heute hier. Da düsen wir jetzt hin. Damit wir direkt wissen, wo die Madame ist. Derweil schauen wir mal. Okay, hier ist sowieso nichts mit Spinnen. Dann könnten wir uns hier erstmal was Gescheites kochen. Und wieder 250 Points absahen. Dann auf. Für eine Handvoll Dollar. Ja, es ist noch früh am Samstagmorgen, aber ich dachte, ich mache euch schon mal eine Folge fertig. Dann kann man eben auch sehen, wo die Madame ist. Hier ein bisschen die Augen aufhalten. Okay, hier irgendwo soll die schon sein. Ach, da. Erledigt der Fall. Dann schauen wir mal, wo ist die Madame? Heute hier unten. Da ist sie. Wissen wir das auch schon mal. So, Händler wird ja nix. Sammler, antike Schnapsflasche gefunden. Münzen und Vogeleier. Vogeleier finde ich ja richtig nervig, ne? Giftigen Schwarzgebrannten. Habe ich doch bestimmt... Genau, wieder zu viel von in der Tasche. Damit. Ich hatte gehofft, hier noch was Kleines, Perfektes vielleicht zu finden. Hätten wir da schon mal. Da ist er. Doch ein Opossum. Ist aber leider nicht perfekt. Aber das ist perfekt. Dann geben wir das schon mal ab.
have to say, I think we were both born to be entrepreneurs. The way things have been going, there's no stopping us. Stocks are looking good. Good stuff. Beautiful. So. Ah, da haben wir einen Kandidaten zu plündern. Und fesseln. Verstärktes Lasso, da ist es. Dann muss ich diesmal aufpassen, dass ich den nicht vom Pferd schieße. Nicht so wie gestern. Da sind die Agenten. So, jetzt nochmal gucken. Ja, wieder den Falschen erschossen. Ich hab's heute, ehrlich. Naja, ich kann ja wenigstens plündern. Ah, Mist. Das war ja mit Ansage, oder? Plündern hier. Und den auch noch. Aber ich habe im Grunde genommen gar keine Lust, den abzuliefern. Naja, komm, ich mach's trotzdem. Ist ja Samstag, da kann die Folge ja ruhig etwas länger werden. Was soll's, na? Was soll's? Ein bisschen, aha, ich wollte es gerade sagen, mit ein bisschen Glück. Haben wir wieder ein Schatzsucher. It's all gone to hell. Leave off me, damn you. Kann ich keine Schatzkarten mehr und so. Oh, my saints. Der hat doch bestimmt noch irgendwas anderes dabei, oder? You got your map. You'll be rich from it. Enough for a whole night. So, dann sind wir auch schon da. Erledigt der Fall. It's a nasty business, but a business nonetheless. You got your reward. Hör ich da? Erstmal ist hier irgendwas. Also höre ich da wieder den legendären Kojoten? Oh, hier ist nix. Hier auch, ne?
Das auch schon mal erledigt hier. Aber eigentlich wollte ich jetzt zum Hehler. Beinahe aufs falsche Pferd gesetzt hier. Hier nochmal eben die üblichen Stellen checken. Bevor wir uns hier... Oh. Da hätte ich aber beinahe die Pulle übersehen hier. Karte. Aha. War hier die erste Münze. Dann checken wir jetzt hier. Ob da am Stall auch noch eine ist. Aber das scheint heute nicht der Fall zu sein. So. Dann hauen wir uns mal eben so was hier rein. Wienern mal erst die Knarre. Räumen dann die Straßensperre ab in der Hoffnung, dass die eine Schnapspulle dabei haben. Doch erstmal ganz gut, oder? So, ein Ampelmann haben wir noch. So, dann können wir den hier schon mal abrippen. Zur Abwechslung lief das mal, ne? Dann haben wir auch was, was wir an den Hehler verscherbeln können. Aber eine Schnapspulle haben die nicht dabei, ne? Das ist ja höchst ärgerlich. Nehmen wir hier noch die Taschenuhr mit. Und den schwarzgebrannten.
Okay, hier ist heute mal nix. Schade, schade. Dann machen wir jetzt eben den schwarzgebrannten, den vergifteten schwarzgebrannten fertig hier. Mal eben zu meinem Hehler des Vertrauens. Vielleicht ist der legendäre Bison auch da. Oder eine Schnapsflasche. Irgendwas ist auf jeden Fall heute hier. Super, dann brauchen wir nämlich nur noch eine. Ich sollte vielleicht mal erstmal das Pferdchen füttern hier, ne? Keine Ahnung, was hier liegt. Ich hoffe, eine Münze. Super. Hello again. All right, take a look. Oh, you got something for me? Wir haben auch gar nicht mehr als drei Sachen, ne? Ja, knappe Nummer hier. Reiten wir hier mal noch die üblichen Stellen ab. Aha. Und schwarzgebrannter. Sollte hier liegen, da liegt er auch. So, war heute nicht irgendwie Tiere betäuben wecken? Ich weiß es wieder nicht. Auf die Tiere geweckt, jawohl. Nehmen wir doch mal den Kollegen hier. Na komm.
auch schon mal erledigt. Schade, hier ist nix. Oder zumindest keine Münze. Ach, können wir wenigstens den Bourbon mitnehmen hier. Und den Schmuck. Jetzt noch irgendein Tierchen betäuben hier. Nase oder so wäre gut. Da braucht man nämlich nur zwei Schuss. Spart Munition. Wo ist der denn jetzt hier? Fit machen und schon kann es weitergehen. Wir brauchen okay, nach Blackwater können wir gleich noch im Düsen, ne? Ja, ja, das war's. Angeln wird nichts. Kopfgeld, ja, war ich ja, ne? Nicht clever genug. Das war ja hier, ihr seht es. Plündern und mit dem Verstecken Lasso fesseln. Händler, ich denke, die beiden Sachen werden wir auf jeden Fall schaffen. Sammler. Dann machen wir jetzt für die Vogeleier mal eben einfach eine Karte auf. Gut, legendäre Tiere fotografiert, da muss man halt Glück haben. Ne? Dann wollen wir mal. Halleluja. Gut, dann machen wir erst das. In der Hoffnung, dass das hier wirklich viele sind. Und hier oben ist nämlich, glaube ich, meisten Habichtei oder so, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Ja gut, was soll's. Ihr habt doch Zeit, es ist doch Samstag. So ein bisschen hier querfeld ein. Meine Güte, wie weit ist das denn? Ja, zieht sich ein bisschen. Ach, das hier ist das. Ja, 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 alles klar. Ja, und unsachverständig abgestiegen. Habe ich die richtige Munition drin? Ja. Das habe ich ja schon mal, ne? Gut hingekriegt. Ja, Halleluja. Fällt das hier in Zeitlupe? Oh, die nächste Straßensperre.
Ja, die müssen wir uns ja gönnen, ne? Ja, die müssen wir uns gönnen. Es hilft doch nichts. Und wieder hier. Das nehmen wir natürlich mit. Das Sammlerstück hier. So. Ach, ich könnte ja auch mal, ne? Auch treffen, ne? So, jetzt haben wir mal eben hier ein Reinpflaster. So. Keine Pullen dabei, das kann doch nicht sein. Aha. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen Glück gehabt. Absinth, die grüne Fee. Was ist denn da schon wieder los? Ach, hier diese Eventnummer da. Nee. Ignorieren. Man muss auch mal Nein sagen können, ne? Da war was. Da ist es. Ein Pflänzchen. Zeige ich euch auch direkt, wo es ist. Genau hier. Aha. Wo ist das hier? Weiß er da einer? Zeige ich euch auch. Da ist es. Und ich weiß nicht, was es ist. Okay. Klar. Besser wäre gewesen, es wäre eine Münze, ne? Aber das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Da haben wir eine gesuchte Person. Frage ist nur, wo ist sie? Wo rennt sie rum? Das ist sie. Ziehen wir jetzt erstmal ein paar Meter weg.
Jetzt schnell fesseln. Nein, du sollst sie fesseln, du Idiot. Okay, der Idiot bin ja ich, ne? Aber die ist doch nicht tot, die ist doch nur bewusstlos. Und dann kann man die nicht fesseln. Na super. Aber plündern. Wieder versaut. Top. Muss ich jetzt warten, bis sie wach wird, oder wie geht das? Kann ich die denn aufwecken? Irgendwo durch Wasser reiten oder wie geht das? Ah! Gar nicht. Das macht die von alleine. Das ist ja noch besser. Mein Gott. Ruf jetzt hier. Schön wieder querfällt ein, ne? Und die Folge wird... schön lang und gefühlt nicht viel geschafft. Help, help! Damn it. So. Dann haben wir es ja gleich geschafft, ne? Und da sind wir schon. I was just this second gonna head out there and bring that one in myself. Put him in the cell. Good money for bad business. Ja dann, auf zu den Vogeleiern. Sie ja nur um Stunden handeln, ne? So, hier kann man auch noch mal ein bisschen die Augen offen halten. Hier aber anscheinend nichts. Ich hatte das Gefühl, es sei was. Ist aber nichts.
Da oben sind sie. Ob das jetzt reicht? Ne, ich glaube, da nimmt er meist nur 3 Stück von, ne? Ja. Top. Dann haben wir nämlich nur 4. Hier ist noch ein Pflänzchen. Wieder für alle, die sich nicht so gut auskennen. Da sind wir. Aber das gibt's doch nicht. Ja, dann hilft's nichts, ne? Dann müssen wir hier hin. Ob wir wollen oder nicht. Und das ist mir jetzt egal. Wir müssen ja wenigstens ein paar Aufgaben hier erledigen. So weit ist es ja von hier aus nicht. Hier haben wir das Pferd warm baden, ne? War ja auch schon dreckig. So. So, und jetzt ist nämlich die Frage, wo ist das? Da kann man schon sehen. Und dann haben wir wenigstens das schon mal erledigt. Aufgabe ist damit durch. Dann schauen wir mal. Uns fehlen noch 5 Stück. Tja, legendäre Tiere ist halt Pech. Tanzen kann man auch machen. Eine Münze brauchen wir noch. Schwierig, schwierig, schwierig. Das ist nicht so einfach. Was ist jetzt die Frage? Was machen wir? Erstmal ein Geschäft in Blackwater besuchen. Da reicht es, wenn man eben dran vorbeireitet hier.
Da oben liegt auch schon wieder was. Ach. Hey, warte, warte, warte. Bin ich denn? Habe ich mir das eingebildet? Ja, ja, genau. Habe ich hier mir was eingebildet? Anscheinend. Ich kam noch von hier unten hochgeritten, da sah das so aus, als ob da was liegt. Oder war das hier nur das Licht? Ja, anscheinend. Oh. Tatsache, ne? Da ist nichts. Nun gut. Dann war das halt der Wunsch. Ich muss doch hier irgendwo noch eine Münze finden, das kann doch nicht sein. Ich hatte gehofft, dass es hier ist. Ist es aber nicht. Oh, das ist doch keine Münze an dieser Stelle hier, oder? Eine Münze, das kann doch nicht sein. Ist das doch hier? Ich hoffe, dass hier eine Münze ist. So muss das sein. Dann tanzen wir es, glaube ich, ne? Okay, I've got a job for you when you're ready. Finished this batch. We can sell it when you like her. Nach der langen Folge, denke ich, gönnen wir uns mal eben ein, um den Staub runterzuspülen hier. Dann können die hier mal eben ein bisschen Musik machen. Ich will nicht selbst spielen. Ach so, hier, der muss ich das sagen, ne? So. Dann checken wir das eben. Es war, glaube ich, tanzen, ne? Ja, mit der Band getanzt. Und dann brauchen wir nämlich in der nächsten Folge nur noch drei. Muss ja jetzt nicht schön sein, ne? Hauptsache ist... Ich bewege mich ein bisschen.
Und dann können wir in der nächsten Folge erst ausliefern, denke ich. Und dann eine Versorgungsmission machen. Und dann jede Menge spenden. Aber das sehen wir ja dann. Ja, so 2 Minuten können lang sein, ne? Der Tanzstil ist natürlich auch eine Katastrophe, ne? So, ist er hier betrunken. Gleich haben wir es geschafft. Naja, auf jeden Fall ist die Musik gut, ne? So. Aber raus hier. By the way, I see we have some customers. So, den nehmen wir noch mit. Und dann geht's. Ab nach Hause. Hör ich da ein Waschbärchen? Wenn es perfekt ist, nehme ich es auch noch mit. Wenn ich es denn finde. Tue ich aber nicht. Hilft nichts. Ab nach Hause. Ja, jetzt hat der Hund uns aber wirklich lange nicht gesehen, oder? So. Dann checken wir mal eben hier. Okay, wir müssten die Fahrt gar nicht machen, ne? Wir würden die Viecher auch so alle unterkriegen. Dann schauen wir nochmal. Was machen wir in der nächsten Folge? Okay, eine Person noch plündern, sollte wohl klappen. Das hier kriegen wir auch noch hin. Und dann sind wir ja auch schon durch. Ne? Dann sparen wir uns das Pheromon, denn wir brauchen nur noch 3 Stück. Ja. Wisst ihr was? Oh, das, also das bietet sich ja jetzt gerade an. Ne? Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Muss hier nicht fesseln. Muss den nur plündern. Dann machen wir das nämlich jetzt einfach mal hier. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wo ist der hin? Ja, die brauche ich jetzt auch noch. Oh! 2 Stück mit einem Schuss. Habt ihr das gesehen? So, dann werden wir den jetzt nur plündern. Und mal checken. Der ist nicht perfekt. Oh! Da können wir Kopfgeldjäger Erfahrungen eintauschen. Und das kann man... Nein, das kann man unbegrenzt machen. Ne? Tausche, da unten steht es, die EP gegen
ordentliche Dollar und Gold. Und wie viel gibt's dafür? 0,5 und 100 Dollar. Halleluja. Habe ich hier keinen perfekten? Das gibt's doch nicht. Der ist nicht perfekt. Der ist nicht perfekt. Ja, nehmen wir den. Der wird vielleicht perfekt. Ja, den Eumel da lasse ich liegen. Da habe ich jetzt keine Böcke drauf. Die mussten die da nur plündern. Ja, jetzt könnte man es ja auch noch, ne? Komplett schaffen. Also. Stocks are looking good. Wir schaffen das. In dieser Folge. This is good quality. Ich bräuchte nur perfekte. Das wäre natürlich noch besser. Das ist natürlich echt ärgerlich, ne? Aber gute können perfekt werden. Very nice. Supplies are good. I'm a happy man. Jetzt gucken wir erstmal, wie viel haben wir? 17. Und wir brauchen noch drei perfekte. Wir geben jetzt erstmal noch drei kleine Viecher ab. You're looking healthy right now. Excellent. Thank you. That's top notch. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Zeit habe ich noch? Knapp 6 Minuten. Wir brauchen jetzt drei perfekte Viecher. Ist nicht perfekt. Ist nicht perfekt. Das muss doch jetzt gehen in einer Folge hier. Pferd. Muss jetzt irgendwie hier noch, weiß ich nicht, einen perfekten Gabelbock und zwei perfekte Truthähne finden. Dann haben wir so in einer Rutsche fertig heute. Der ist nicht perfekt. Den nehmen wir trotzdem mit. Denn ihr wisst ja, die Blaze kann nur eine Stunde aufnehmen. Dann ist Schluss mit lustig. Da ist mir jetzt hier das Kopfgeld sowieso egal. Jetzt noch zwei perfekte Truthähne zur Sicherheit, dann wäre alles tutti. Eselhase geht auch. Mist, verloren. Nehmen wir den so lange. Wird es mir nämlich auch eingeblendet, dass ich nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Ab nach Hause. Und hoffen, dass es klappt.
Spielzeit haben wir nicht mehr. Bei einer Stunde ist dann Schluss. Der ist perfekt. Den nehmen wir mit und den muss ich jetzt aber auch treffen, ne? Na, da nicht. Ah, super. Ja gut. Das wird nichts mehr. Ich brauche ein perfektes Nordopossum hier. Perfekt. Ah, das ist wenigstens. 2 Sterne kann zu 3 Sternen werden. Denn mir rennt echt die Zeit davon, ne? We're well stocked for the time being. Beautiful. Good stuff. Jawohl. Es hat geklappt. Knappe Nummer. So, jetzt geben wir das auch noch ab. Oben tickt die Zeit runter. Liegt der Hirsch hier auch noch? Jawohl. Ach, der liegt da hinten. Ja, jetzt wird's echt eng hier mit der Zeit. Können wir da ja nicht so, ne? Ihr wisst, was ich meine. So verrecken lassen. Oh, jetzt ist er verreckt. Knapp 2 Minuten habe ich noch. Dann hört die PlayStation einfach auf, aufzunehmen. Aber wir wollen doch hier nichts einfach so rumliegen lassen. Ich beeil mich. So. Da ist es. So, das war die Folge vom Samstag. Einmal komplett. Knappe Stunde. Alles fertig. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.